Im Containerlager am Hafen von Köln will Einsatzleiter Frank Schmidt heute einen gefährlichen Drogendealer hochgehen lassen. Der Zugriff ist der Höhepunkt einer sechsmonatigen Operation der Observierungseinheit Zoll unter der Leitung von Harry Meierhofer. Frank, grüß dich. Gut. Pass auf. Jetzt kommen wir in die heiße Phase, ne? Wir haben heute hier einen Einsatz. Und zwar haben wir einer der größten des internationalen Drogenrings heute vor Kopf. Das ist der Nico Rasmussen. Nico Rasmussen gilt als sehr gefährlich, einer der Spitzenköpfe des internationalen Drogenrings. Wir erwarten ihn heute hier samt potenziellen Käufer. Und da haben wir jetzt ein halbes Jahr drauf gewartet. Und heute wollen wir einen Deckel drauf machen. Pass auf, wir haben Kameras. Hier, hier das Zielobjekt, also der Container an sich. Die Tat wird schon nicht hier stattfinden. Ist davon Übergabe da an dem Container? Vermutlich, ja. Das ist diese Richtung 50. So, ich habe hier noch ein Observationsfahrzeug. Der steht hier. Ja. Ja, also wie gesagt, hier alles mit Kameras. Wir haben Telefonüberwachung gehabt. Wir haben Informationen von der DEA, alles läuft. Ich vermute, dass in der nächsten halben Stunde hier ein großer Deal läuft. Ja, mit wie vielen Leuten seid ihr vor Ort? Wir sind insgesamt mit 8. Ja, die sind aber hier teilweise noch verdeckt. Habt ihr irgendwo eine Basisstation aufgebaut? Die ist hier hinten. Die ist hier hinten. Ja, wir sind einmal mit der OEZ hier vor Ort. Wir sind einmal mit der ZUZ hier vor Ort. Einmal bin ich der Einsatzleiter der ZUZ, der Harry der OEZ. Wir haben hier eine Basisstation, die ist vernetzt mit sämtlichen Kameras, sodass wir immer im Bilde sind, wo unsere Zielpersonen sich aufhalten. Wir sind alle mit Funk vernetzt, sodass auch alle hören, wenn der Zugriff erfolgt oder sonst irgendwelche Sachen hier auf diesem Gelände passieren. Hier ist das Pförtnerhäuschen, dort befindet sich noch der Pförtner Klein. Wir wissen noch nicht, inwieweit dass der involviert ist mit in der Sache. Gut, so. Dann behandeln wir den auch so. Also, vermutlich, der Rasmussen kommt wahrscheinlich mit einem Bodyguard. Der hat neuerdings so ein Typ da an der Seite, ja, so ein Breitschuldring, der ist auch ein bisschen gefährlich. Ja, habt ihr da schon eine Abfrage über den gestartet? Inwieweit ja, ist ja, der ist so ein bisschen einschlägig bekannt, Körperverletzung und so weiter, ein bisschen gedealt, aber das ist nichts Großes. Aber der Typ sieht gefährlich aus und ihr wisst, hundertprozentig Waffen haben die dabei. Ja, ist okay. Ich denke mal, es geht grob um 50 Kilo. Ja. Versteckt in Teddybären. Und die sind im Container drin. Also laut unseren Informationen, Telefon und so weiter, die nächsten halbe Stunde. Soll stattfinden, alles klar, Übergabe. So, du musst deine Leute postieren. Hier ist ja die Einfahrt, ja? Da oben ist nochmal so ein Fluchtpunkt, dieser Containergang hier. Gut, wir haben natürlich in der Einsatzvorbesprechung Vorkenntnisse über dieses Gelände erlangt. Meine Jungs sind auch dementsprechend involviert. Das heißt, wo sind hier Ausgänge, wo sind hier Fluchtwege, wo wir darauf aufpassen müssen, wo wir unsere Leute auch positionieren. Die Einsatzkräfte nehmen ihre Posten ein. Das Hafengelände ist für die Spezialisten ein idealer Einsatzort, da dort keine Zivilisten in Gefahr geraten können. Niemand ahnt, dass es noch zu einem dramatischen Zwischenfall kommen wird. Position 1 und 2 steht. Danke, verstanden. Bei Annäherung Container verschlossen, keine Person vor Ort. Wie vermutet, lässt der Käufer nicht lange auf sich warten und fährt beim Pförtner vor. Noch ist unklar, ob der Wachmann in direkter Verbindung zu den Kriminellen steht. Ja, die unterhalten sich. Ist noch jemand im Fahrzeug? So, der Fahrer steigt wieder in den Lieferwagen ein. Ich glaube aber, dass der auf unserem Container bezahlt hat gerade. Lieferwagen fährt an Position 3 vorbei. Danke, verstanden. Die Spezialisten erkennen, dass der Mann allein in dem Fahrzeug sitzt und zum Container vorfährt. Doch anstatt des international gesuchten Drogenhändlers erscheint anschließend eine unbeteiligte Zivilperson auf dem Gelände des Containerhafens. Harry, was hat er auf dem Gerbholz? 2 Einträge, bitte. An alle Zielpersonen 1, Eintracht BTM. Wir hatten den Käufer ganz alleine da. Wir haben auf Nico Rasmussen, unsere eigentliche Zielperson, gewartet. Wir wollten die eigentliche Übergabe, wollten wir natürlich auch auf Band haben. Und dann, dass wir Nico Rasmussen samt Käufer, potenziellem Käufer, dann in Gewahrsam nehmen können. Einsatzleitung von Basis. Einsatzleitung hört. Es kommt Fahrzeug. Ja, wir haben ein bekanntes Fahrzeug, was sich nähert. Harry, was ist das für ein Fahrzeug? Das ist die Frau. Frau vom Pförtner.
Dass die Frau von dem Pförtner aufgetaucht ist, war natürlich eine Sache, da konnte keiner mit rechnen. Wie Harry sagte, taucht sie auch nur in unregelmäßigen Abständen auf und bringt ihrem Mann das Essen. Wir hören alle Positionen. Das ist die Frau vom Pförtner. Kein Zugriff. Der steigt die auch noch aus. Ja, die hat wieder Essen dabei, wie schon mal. Da kommt jetzt das nächste Fahrzeug. Vorsicht. Neues Fahrzeug. Nähert sich dem Container. Harry, warte. An alle Personen, zwei Zielpersonen nähern sich dem Container. Zielperson 2, Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt, Glatze. Zielperson 3, das ist unser Asmussen, schwarze Jacket, blaue Jeans, untersetzt. So, alle drei Zielpersonen betreten den Container. Gut, wir konnten natürlich jetzt nicht zugreifen, weil der Schutz der Zivilpersonen über allem steht. Deshalb war unsere oberste Priorität, die Zivilistin aus dem Schussfeld zu nehmen, sodass wir den Zugriff machen können. Jetzt gilt es, schnell und unauffällig zu handeln. Das Einsatzkommando wird jedoch mit einer weiteren Schwierigkeit konfrontiert. Am Container angekommen, stellte ich zu meinem Bedauern fest, dass ein Kleinkind noch im Auto saß, das natürlich auch aus der Gefahrenzone gebracht werden musste. Rein, 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 rein. Hey. Nein, was ist denn los? Was ist denn los? Seien Sie mal ruhig, setzen Sie sich bitte hin. Das Kind. Das Kind ist aus dem Schuss. Ja, dann holen wir das Kind raus. Sie bleiben jetzt hier. Wieso, was ist denn los? Klären Sie uns doch mal auf. Lassen Sie mich ausreden, setzen Sie sich bitte hin. Wir kümmern uns. Ja, aber nee, lassen Sie mich los. Nein. Schnell, machen Sie schneller. Doch statt das Kind ruhig in Sicherheit zu bringen, warnen die Schreie der Mutter die Kriminellen. Scheiße, er hat gemerkt. Zugriff, Leute! Zugriff! Die Spezialeinheit muss eingreifen, um die Flucht der Männer zu verhindern. Die Beamten fixieren den Handlanger des Drogendealers und den Kunden. Vorsicht, Harry! Zielperson 3 nähert sich dem Container. Vorsicht, Zielperson 3 ist bewaffnet. Der Mann könnte jeden Moment um sich schießen. Die Polizisten müssen ihn umzingeln. Toll! Waffe weg! Waffe weg! Auf den Boden! Auf den Boden! Nimm die Knarre! Auf die Knie, los! Weg von der Waffe! Auf die Knie! Auf die Knie! Das Spiel ist vorbei! Runter! Runter! Auf Boden jetzt! Die Anspannung beim Zugriff war groß, aber das ist unser Tagesgeschäft. Also das haben wir auch so erwartet, weil der Mann ist ja wirklich gefährlich. So, Herr Rasmussen, Sie sind vorläufig festgenommen. Das Spiel hat ein Ende. Da wäre ich mir noch nicht so sicher. Ja, doch, jetzt schon. So, okay. So, habt ihr ihn safe? Habe ich Waffe? Ja, habe ich. Okay. Ist sicher. Gut, wir gehen zum Pförtner. Ja, ich mach das klar da hinten. Ja, meine Jungs, die machen das. Scheiße, alles okay. Einsatzleitung zur Position 1. Sollen unsere Zielpersonen schon hier weggeschafft werden? Ja, beide Zielpersonen werden verbracht. Harry Meyerhofer schließt nicht aus, dass der Pförtner in einer Verbindung zu den Drogendealern steht. Schließlich hatte er ihnen den Container vermietet. Wir nehmen sie dann noch mal mit zur Vernehmung. Wir brauchen sie dann noch mal. Ja. Ich hab doch nichts. Ja, das ist egal. Sie sind der Besitzer. Ich hab nichts gemacht. Bitte entschuldigen Sie, dass Sie hier angemietet sind. Das stimmt wahrscheinlich was nicht mit. Deshalb müssen wir Sie noch mal zur Vernehmung mitnehmen. Ja? Sind Sie einigermaßen okay? Brauchen Sie einen Arzt oder einen Krankenwagen? Ja, wir fahren einfach nach Hause. Bitte beruhigen Sie sich erst ein bisschen. Fahren Sie nach Hause. Ich will jetzt einfach nur nach Hause und Paul nach Hause alles bringen. Gut. Ja. Ich habe es für richtig empfunden, erst einmal die Mutter mit ihrem Kind nach Hause zu lassen, dass sie erst mal sich beruhigt. Für das Kind war das ja sicherlich auch nicht so einfach, dieses Erlebnis. Den Mann hingegen, den Pförtner, den haben wir weiter erst mal mitgenommen, nochmal zur Personalienfeststellung und zur weiteren Vernehmung. Um die Verdächtigen verurteilen zu können, muss das Beweismaterial im Container sichergestellt werden. Harry Meyerhofer rechnet mit bis zu 50 Kilo Kokain,
versteckt in Plüschtieren. Na, schauen wir mal, ne? Ah ja. Wie vermutet? Wie die Information. Ne? Teddy Bear. Mach mal einen auf. Guck, er ist schon präpariert. Das ist schon nicht normal. Schauen wir mal rein. Jo, schau. Eindeutig. Weißes Pulver. Wie die Information war. Guck, die sind hier überall drin. Alle sind überall drin. Ja. Okay. Die werden wir mitnehmen zur Beweissicherung. Ich werde so lange einen Mann werde ich hier lassen von mir. Ja, zur Sicherung. Zur Sicherung und dann holen wir die auch gleich. Das war für uns heute ein erfolgreicher Zugriff. Erstens ist keiner verletzt worden, weder Zivilpersonen noch von unseren Leuten. Und wir haben nach einem halben Jahr Arbeit den Deckel endlich zugemacht. Wir konnten eine der Personen des internationalen Drogenrings festmachen. Die Spezialeinheit konnte 50 Kilo Kokain sicherstellen. Der Drogendealer muss sich deshalb und wegen des organisierten Bandenverbrechens vor Gericht verantworten. Ihn erwartet eine Haftstrafe von 5 bis 15 Jahren. Auch sein Fahrer und der Käufer werden zur Rechenschaft gezogen. Der Pförtner hatte mit den Machenschaften nichts zu tun.